Oh, huch, was geht ab? Hä? Was geht ab? Oh, seit langem. Wisst ihr, was wir seit langem wieder brauchen? Wir brauchen seit langem wieder die Dripbrille. Die Dripbrille. Sie muss angezogen werden. Und wir haben sie angezogen. Erstmal, was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir ein lang ersehnes, lang erwartetes, lang drauf gewartet haben sollendes. Entweder oder. Wir alle haben lang drauf gewartet. Genau du. Du hast lang drauf gewartet. Genau ich. Ich habe lang drauf gewartet. Wir alle haben drauf gewartet. Und heute ist es endlich soweit. Entweder oder, Digga. Entweder oder. Heute ist es endlich soweit. Heute machen wir ein krankes Entweder-Oder und das wird echt geil. Deswegen lasst uns anfangen. Und an alle, die sich fragen, hä, wo hast du denn diese Entweder-Oder-Fragen bekommen, Bro? Ich kann es dir sagen, Bro. Ich bin außer Atem, ich habe gerade Liegestütze gemacht. Auf Insta habe ich den Leuten gesagt, stellt mir eure Entweder-Oder-Fragen. Das bedeutet, wenn ihr in der nächsten Folge dabei sein wollt, müsst ihr mir diese Fragen einfach nur auf Insta stellen. Wie ich auf Insta heiße? Genau so, Bruder. Ich heiße genau so auf Insta hier. So. Ja, und ich bin dankbar an jeden, der eine Frage gestellt hatte, die ernst gemeint war, weil es waren sehr, sehr viele beschissene Fragen dabei oder was für Fragen. Das waren nicht mal gescheite Dinge und darauf konnte ich auch nicht antworten. Deswegen danke an jeden, der was halbwegs Gescheites reingeschrieben hat und ich würde sagen, wir starten in das Video, nämlich der Bruder Tristan GL. Unser Bruder Tristan fragt uns, PC oder Konsole? Und Bruder Tristan, da gibt es wirklich gar nichts für mich zu reden. Ich würde 100% meinen PC nehmen, weil PC, ich sag's euch, wie es ist einfach so geil, wenn du einen eigenen PC hast, Digga. Und besonders für mich, Digga, der darauf Videos schneiden kann und so. Einfach nur geil, Mann, es ist einfach nur geil. Sagst du entweder kacken oder scheißen? Ich sag eigentlich immer beides, ich sag so unterschiedlich, aber ich glaube, ich sag meistens so scheißen. Ey, Kollege, ich gehe jetzt eine Runde Scheiße, Mann. Okay. Butter in die Haare machen oder Butter aufs Nutella-Brot machen? Also das ist eigentlich die Frage, die ich zu den Scheißfragen stellen wollen würde. Oder was heißt wollen? Das ist eine Scheißfrage. Weil keiner von uns kann identifizieren, was der Bruder überhaupt redet. Aber ja, was sollen wir machen? Nicht jeder hat so ein hohes IQ. Mero oder Bikini Bottom? Schwierig. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht weiter. Ich weiß nicht mal, was ich sagen soll. Deswegen helft. Entweder mit YouTube aufhören oder mit TikTok. 100% mit TikTok. Da gibt es gar kein Reden für mich. Gar nicht mit jemandem reden. Ohne viel reden. Einfach TikTok löschen. YouTube ist für mich Liebe. Und ich habe diese Frage auch schon sehr, sehr oft beantwortet. 5 Millionen oder Liebe des Lebens? Also, jetzt müssen wir kurz ehrlich sein. Okay, kurz den Romantiker aus mir raushängen lassen. Liebe des Lebens. Die 5 Millionen kriege ich auch so. Spaß, ich bin broke. Nein, aber Leute, so Geld ist nur Papier. Geld ist nur Papier. Liebe meines Lebens, wo ich dann so einen Sklaven habe, wisst ihr? Der für mich arbeitet. Mach jetzt dies, mach jetzt das. Sklaven. Entweder blind oder taub sein. Ich wäre blind. Ich wäre 100% lieber blind. Als taub, Digga. Ich habe es, glaube ich, auch schon mal beantwortet oder so eine ähnliche Frage. Aber Bruder, wenn ich taub wäre und den ganzen Tag alleine mit meinen Gedanken wäre, man macht keine Jokes darüber, okay? Okay, erhängen würde ich mich nicht, aber Digga. Den ganzen Tag meinen Gedanken, ich würde es nicht packen. Aber jetzt die eigentliche Frage. Wenn du taub geboren wirst, in welcher Sprache denkst du? Leute, diese Frage fickt meinen Kopf. In welcher Sprache denkt man dann? Hä? Pizza oder Döner-Teller? Bruder, ich würde Pizza nehmen. Ich feiere Döner-Teller allgemein nicht so. Sag ich dir, wie es ist. Entweder Coco oder Führerschein nochmal machen und zahlen. Guck, an der Stelle, ich frage mich wieder, was das für eine Frage. Was für Coco zahlen? Meint jetzt meine Katze? Also wenn die Frage... Hä? Ich check diese Frage von vorne bis hinten nicht und die Brille hängt gerade irgendwie. Ich check diese Frage einfach nicht. Tut mir leid. Nein. Wir gehen rüber zur nächsten. Entweder nie wieder einen PC benutzen oder niemals eine Freundin haben, Bruder. Und an der Stelle würde ich, glaube ich, echt sagen, nie wieder einen PC benutzen, weil, Digga, wenn du niemals eine Freundin hast, hast du niemals eine Familie. Und, Digga, du kannst doch nicht Familie über... Weißt du, was ich meine, Bruder? Weißt du, was ich meine? Wissen, wann man stirbt oder wie man stirbt, habe ich, glaube ich, auch schon mal beantwortet. Und ich würde nehmen, wie man stirbt, oder? Nee, ich würde nehmen, wann man stirbt. Wie man stirbt, wäre mir egal. Ja, okay, was heißt egal, aber lieber weiß ich, wann ich sterbe, als wie, Bruder. Entweder für immer Glatze oder nie wieder Haare schneiden. Ich würde für immer Glatze nehmen. Sag ich dir, wie es ist. Für immer Glatze. So einen schönen, runden Eierkopf. Weil, Bruder, nie wieder Haare schneiden. Deine Haare gehen dir bis nach Uganda, Digga. Du musst immer so einen Berg mit dir schleppen. Lieber habe ich so frei alles gechillt, Digga. Gar keine Zeit mehr für Friseur benutzen. Nichts, kein Geld mehr für Friseur. Einfach fertig, Digga. Übergang oder keinen? Ich schätze mal keinen. Ja.
Bei mir Übergang, ein bisschen schwieriges Thema. Nein, Spaß beiseite, morgen kommt Mady, er schneidet dann meine Haare. Aber, boah, lieber mit Übergang, Bruder. Lieber mit Übergang. Bei deinen Eltern wohnen oder ausziehen, abgesehen von deiner aktuellen Lage. Also, die aktuelle Lage, da funktioniert es natürlich nicht. Aber wenn ich, glaube ich, die Möglichkeit habe, dann würde ich schon ausziehen. Einfach aus dem Aspekt, dass ich nicht gestört werde bei YouTube-Videos oder sowas machen und dass ich niemand anderen störe, so wisst ihr. Deswegen so, ich würde schon, glaube ich, ausziehen, ja. Mäus oder deinen besten Freund? Ich würde Mäus nehmen. Wisst ihr warum? Weil ich gar keinen besten Freund habe. So ist das Leben. Ich habe keine Freunde. Seid ihr meine Freunde? Lange Haare oder kurze Haare? Also kommt drauf an, was sind lange Haare für dich, Bruder? Wenn lange Haare bis Schulter sind für dich, dann definitiv nicht, Digga. Dann würde ich kurze Haare nehmen, aber keine Ahnung. Ich glaube, ich würde auch so einfach kurze Haare nehmen, Digga. Ich sag's euch ehrlich, wie es ist. Kurze Haare sind schon so eher mein Ding. Aber lang, Digga, und du machst zur Seite, das ist auch schon geil. Wer ist dein Vorbild-Idol? Okay, Vorbild, wir zählen auf, ich habe 3. Okay, Number 1, okay, nehmen wir Tommy Shelby, auch wenn es nur ein Charakter in einer Serie ist, Tommy Shelby 100% Nummer 1. Nummer 2 und 3, halt, die sind beide gleich, ist Mois und Mr. Beast. Die sind definitiv meine 2 und 3, weil einfach ich von den beiden den Videos Content richtig feiere und eigentlich sogar, so Mois seine Videos war echt krank, aber ich glaube, Mois will selber sogar, das sagt er auch in seinen neuen Videos, genau solche Videos eigentlich sogar, also solche ähnlichen Videos wie Mr. Beast drehen, Digga. Und dieses Ziel habe ich auch, irgendwann mal wirklich solche Videos wie Mr. Beast zu drehen. Das wäre geistes gestört. Jeans oder Jogginghose? Bruder, ich sag dir, wie es ist. Eher Jeans so, auf seriös ein bisschen angelehnt, aber ich habe gerade sogar eine Jogginghose an und an die denken, Digga, what the fuck, wieso hat der Typ eine Jogginghose an? Der hat doch immer Jeans an. Guck mal, Digga, meine Jogginghose ist sogar kaputt. Hier, Digga, einfach dieses Reißverschlussding hier ist kaputt. Oh mein Gott, oh Mann. Ich habe kein Geld für eine neue. Ihr denkt halt Spaß, ich habe wirklich kein Geld für eine. Was machst du, wenn du die 100.000 hast? Vielleicht endlich ein Haarstyle-Tutorial. Also erstmal unlustig, wie scheiße so, weißt du? Du bist unlustig, tut mir leid, so kann ich nichts dafür, aber du bist einfach unlustig. Und was mache ich, wenn ich die 100.000 habe? Ich habe jetzt die 100.000 und ich mache nichts. Ich habe ein Video gemacht, ich kann es euch zeigen. Ich kann euch mein 100.000-Special zeigen, okay? Ich zeige euch jetzt mal mein 100.000-Special. Das war mein 100.000-Special. Nur das, mehr nicht. Mäus treffen oder 500.000 in bar? Also jetzt ist die Frage wirklich für mich eigentlich. Darf ich, wenn ich die 500.000 in bar nehme, nie wieder im Leben Mäus treffen? Also wenn das natürlich nicht... Sagen wir jetzt, ich nehme jetzt 500.000 bar oder treffe jetzt Mäus, dann würde ich die 500.000 in bar nehmen, weil ich schon dran glaube, dass ich ihn irgendwann mal auch so treffen werde. Aber wenn heißt nie, dann ist schon echt schwierig. Dann würde ich, glaube ich, auf die 500.000 scheißen, ja. Entweder die was geht nicht, fülle dich nicht, Frau, oder die was machen Sachen. Frau, ich würde die, was geht dich dich, fühle dich dich, aber er, Esmafond. Langes Leben, aber keine Patte oder kurzes Leben, viel Patte. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist langes Leben, keine Patte, kurzes Leben, viel Patte, so. Ist jetzt die Frage, langes Leben, so, meint er jetzt so fiktiv, 1000 Jahre, aber du verdienst nicht so viel Geld? Das ist echt schwierig, aber ich glaube, ich würde langes Leben und keine Patte nehmen, glaube ich, ja. Bueno normal oder bueno white? White. Wen feierst du mehr, Rick oder Morty? Also erstmal an jeden, der nicht Rick und Morty geschaut hat. Ihr müsst euch dringend diese Serie anschauen. Ihr müsst euch wirklich dringend diese Serie anschauen. Rick und Morty, einfach krasseste Serie. Ich weiß nicht, ob ihr es da oben seht, aber da oben, ja, ihr seht es wahrscheinlich gar nicht. Ja, ihr seht, ja, perfekt. Nein, aber Rick und Morty, ehrlich, krankeste Serie, beste Serie einfach nur. Also gehört echt zu meinen Top-Serien, muss ich sagen. Und Rick oder Morty, ich würde definitiv Rick nehmen. Rick einfach Ehrenbruder, ich schwör's euch. Gefühlt nur wegen ihm mache ich die ganze Zeit diese Röpser. Nein, nicht wegen ihm, aber trotzdem, Rick, Leute, Rick, boom. Entweder Ketchup trinken oder Senf? Ich würde Ketchup nehmen. Entweder Mäus in Real Life treffen oder 5.000. Mäus in Real Life treffen, Bruder. 5.000 sind mir da zu wenig. Spider-Man oder Batman? Spider-Man. Haus oder Wohnung? Bruder, diese Frage wurde mir oft gestellt, okay? Und ich verstehe diese Frage nicht. Was heißt Haus oder Wohnung? Was heißt es? Also was meint ihr damit? So, das ist so, wie als ob dir jemand sagt, Digga, soll ich dir jetzt ein Haus schenken? Oder willst du Miete zahlen für eine Wohnung? Ich check's nicht. Hä? Ich check's einfach nicht, Digga. Ich check diese Frage nicht. Ich schwöre, mir wird die so oft gestellt. Ja, Ali, das ist so, wie als ob mir jemand sagt, Ali, willst du ein Haus für 500.000 oder willst du ab jetzt jeden Monat Miete?
Ich check einfach die Welt nicht mehr, tut mir leid. 10.000 Euro oder mit deiner Lieblingsperson chillen? 10 Racks. YouTube-Stream oder Twitch-Stream? Uff, das ist echt eine schwierige Frage, die mir in letzter Zeit, also die wird mir schon ein paar Mal gestellt und ich habe gar keine Ahnung, Freunde, so. Doch, ich habe eine Ahnung, ich glaube, ich fange mit YouTube jetzt an. Also deswegen ist heute wird mein erster Stream sein, ich werde mit YouTube anfangen. Aber ich will echt eigentlich auch unbedingt auf Twitch gehen, deswegen, ich weiß nicht, wann ich dann auf Twitch rüber switche, aber flip the Switch. Aber wie gesagt, wir fangen jetzt mit YouTube erstmal an und danach gehen wir irgendwann mal rüber zu Twitch. Aber mit YouTube wird angefangen heute. Heute fängt der Stream an. Wenn ihr dieses Video seht, war der Stream wahrscheinlich schon. Und wenn du nicht dabei warst, auf dich. Schäm dich, du warst nicht in meinem besten Stream der Welt dabei, Mann. 800 konstante Live-Zuschauer auf Twitch oder 10k auf YouTube. Bruder, ich sag's ehrlich, 800. 800 und Twitch. Der einzige Grund ist sowieso, warum ich gerade nicht auf Twitch gehe, ist der Grund so, okay, es gibt zwei Gründe. Einmal, ich denke, wenn ich auf YouTube gehe, wird mein YouTube-Kanal wenigstens ein bisschen mehr gepusht, so. Davon gehe ich einfach aus. Und das Ding ist, was ich auch davon ausgehe, wenn ich auf Twitch streamen würde, hätte ich so 5 Zuschauer oder so. Und das Ding ist, die Leute kennen vielleicht meinen Charakter noch nicht so krank gut, auch wenn ich ein paar Mal Real Talks mache. Vielleicht kennen die Leute meinen Charakter noch nicht so krank gut. Und ich glaube, über Streams kannst du deinen Charakter richtig gut zeigen. So, wer du bist, was du bist, wie du denkst, wie deine Denken. Das kannst du über Streams machen. Und deswegen, ich habe 2500 Follower jetzt, Abonnenten auf YouTube. Und ich glaube, wenn da so 20 Leute zumindest sogar reinkommen, Digga, kann ich diesen 20 Leuten so meinen wirklichen Charakter, wie ich so bin, vermitteln, so wisst ihr. Deswegen, aber wenn 800 Leute auf Twitch dabei wären, Bruder, dann direkt Twitch. An Corona sterben oder an Corona-Impfung? Bruder, das ist mir doch komplett egal. Tod ist tot so. Hä? Handy oder PC? Ich würde PC nehmen, Bruder. Also, ich brauche natürlich Handy öfter, aber Handy fuckt mich in letzter Zeit krank ab. So, aber wenn du sagst, eins darfst du nie wieder benutzen, dann glaube ich... Boah, ich weiß nicht. Das ist wirklich eine schwere Frage. Das ist wirklich eine abgefuckte Frage. Was geht dich, fühle dich, Ich habe gar nichts gemacht. Achso, die Frage ist, was geht dich, oder ich habe gar nichts gemacht. Ich würde immer noch nehmen... Was geht dich, fühle dich, Mach Backflip. Okay, ich mache jetzt einen Backflip für euch, Leute. Viele wissen gar nicht, dass ich das wirklich kann, gell, aber... Okay, wir machen jetzt einen Backflip. Ein Affe als Haustier oder ein Leopard? Definitiv ein Affe, Bruder. Ein Affe als Haustier, Digga, das wäre einfach key. Entweder ein Jahr kein Fleisch oder ein Jahr kein Gemüse. Ich würde ein Jahr kein Fleisch nehmen, so. Ja, weil einfach, so wisst ihr, Fleisch ist, also, da gibt es viele verschiedene Studien, aber einfach so als Test, wieso nicht? Ein Jahr kein Fleisch, keine Ahnung. Wobei ich auch eigentlich Gemüse nicht mal so mag. Sucuk oder Pastirma? Sucuk. Ah, das war's. Nee, das waren die Fragen, Freunde. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, lasst ein Abo da, okay? Ich bin ein kleiner Baso. Ich habe 2500 Abonnenten, Mann. Hilf mir doch einfach hoch. Hilf mir doch einfach hoch in die Spitze. Lass doch ein Like und ein Abo da. Puh, auf dich. Arrivederci. Cause bitch, I'm the shit. Oh, my mom and my sis had to kick my own blood out. They must have forgot I was a crip.